Die Stadt Solingen im Bergischen Land ist weltbekannt für ihre Schneidwarenindustrie. Kaum bekannt dagegen ist ein privat geführtes Museum, das in seiner Art in Deutschland einmalig ist. Wir sind also hier im Laurin-Hardy-Museum im Walder Kotten. Das Museum gibt es seit dem Jahre 2003. Vorher hatten wir allerdings schon ein anderes Museum, seit 1990. Wir kümmern uns also schon sehr, sehr lange um Stan Olli. Und 2003 konnten wir das hier nach einer zweijährigen Schließung erneut eröffnen. Unsere liebe Freundin Jean Darling, ein Stummfilmstar aus der Serie Die kleinen Strolche, hat das damals hier unter großem Aufwand der Medien eröffnet. Und seitdem sind wir also jetzt schon 14 Jahre hier drin. Und das Wichtigste für unsere Besucher vielleicht ist, dass wir hier auch die Originalfilme der beiden vorführen können. Die beiden haben ja ungefähr 30 Stummfilme gedreht, danach circa 30, 40 kurze Tonfilme und dann danach auch noch längere Spielfilme. Also dieses Filmangebot von den beiden. Die haben 106 Filme gedreht. Ja, man muss natürlich, wenn man sich für Laurin Hardy interessiert, ein bisschen Faible haben, auch für Humor und vor allen Dingen für die Filmkomik. Habe ich ihr also so die Grundzüge der Komik ein bisschen beigebracht. Ja, Moment, ich muss das ja erst in Herrschaften erklären. Ja, oder nicht? Also ein bisschen Grundzüge der Komik beigebracht. Nicht wahr? Ja, ist aber auch ungeduldig. Also, ja, ist immer so ungeduldig. Ja. Also ich habe jetzt ein bisschen was erzählt von wegen. Ja, also ist es denn los hier zum Donnerwetter? Was ist denn los? Du stehst auf einem Fuß. Nun, die Filme von Stan Olli waren natürlich zu Beginn Stummfilme. Die haben ihren ersten gemeinsamen Film 1926 gedreht. Im Stummfilm hatte man natürlich den Vorteil, weil man keine Rücksicht auf den Ton nehmen musste, dass man ihm eine Kamera schnappte und zu seinem Kumpan sagte, komm, jetzt machen wir mal irgendwo einen schönen Ausflug, vielleicht haben wir ein paar Ideen für den nächsten Film. Und da die beiden praktisch dermaßen viele Ideen hatten, klappte das auch immer. Zum Beispiel haben sie mal einen Film gedreht auf dem Golfplatz. Der Olli, der war ja also ein ganz hervorragender Golfspieler. Und die beiden haben dann dieses Hobby mal auf dem großen Golfplatz zu einem Film verwurstet, kann man sagen. Wo natürlich alles schief geht, wo der Olli hinterher in einem Sumpfloch landet, wie in seinen vielen Filmen. Und das war also gerade das Prä dieser Stummfilme, dass man Ideen hatte und die auch verwirklichte. Und auch im letzten Moment noch sagen, komm, jetzt habe ich noch eine viel bessere Idee und dann machen wir das. Und das ist in vielen dieser Stummfilme sehr, sehr genau zu sehen. Laurin Hardy sind auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Und irgendwann kam man hier mal auf die Idee, lass wir doch mal einen Club der Laurin Hardy Freunde machen. Der weltweit agierende Laurin Hardy Club, The Sons of the Desert, die Wüstensöhne, hat sich nach dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1933 genannt, in dem die beiden Mitglieder einer Loge sind, in einem Herrenclub in den USA und von ihrem Oberchef da dringend angehalten werden, zum Jahrestreffen der Wüstensöhne zu kommen. Ihre Ehefrauen haben natürlich das deutlich was gegen, aber irgendwie gelingt es ihnen doch, den beiden Damen zu entfleuchen und zum Jahrestreffen zu gehen. Und diesem Film angemessen tragen dann die Wüstensöhne natürlich auch immer die Fäze, wie im Film auch, wie ich jetzt hier auch.
Und von jeder Convention, an der wir dann teilnehmen, von jedem Clubtreffen, gibt es dann solche Buttons oder Pins und so, ja, solche kleinen Dinger, das als Nachweis, dass also man, wie das dem Film entsprechend gewünscht wird, man auch dann dem Jahrestreffen teilgenommen hat. Wir werden auch hier im Museum oft gefragt, wie das nun war, das persönliche Verhältnis zwischen den beiden, ob die sich zerstritten haben oder was, wie andere Filmstars. Das war aber nicht so, die beiden waren sehr, sehr gute Freunde. Und die haben sich auch ab und zu den einen oder anderen Streich gespielt. Der Stan Laurel, das war ja ein Engländer, das war der kreative Kopf hinter den beiden. Das war also der heimliche Regisseur, der hat die Drehbücher geschrieben. Der hat auch die Filme mitgeschnitten, in die Kinos gebracht und gesehen, was noch verbessert werden könnte. Und sein Freund Olli, der hat sich da nicht drum gekümmert, weil er sehr gerne und viel und gut Golf spielte. Und immer dann, wenn also so ein Dreh geplant war in einem Film, wo sich der Olli so richtig aufregen, so richtig echauffieren sollte, dann hat der Stan Laurel diesen letzten Take, diesen letzten Dreh, ans Ende des Drehtages gelegt, damit sich der Olli auch so richtig aufregt, weil er wollte ja so gerne auf den Golfplatz. Das war so einer dieser Streiche, die die beiden sich gegenseitig gespielt haben. Sie sind also bis zum Ende ihres Lebens gute Freunde geblieben. Das heißt, der Olli ist ja später sehr krank geworden, hat einen Schlaganfall bekommen und konnte nicht mehr kommunizieren. Und das hat seinen Freund Stan sehr, sehr stark getroffen. Ja, der erste Kontakt mit der Tochter von Stan Laurel war in Rolduc. Sie war da mit ihrem Mann. Wir haben ein wunderschönes Wochenende, längeres Wochenende verbracht. Sie hat von ihrem Vater erzählt, von den Sachen, die sie erlebt hat im Studio, während ihr Vater Filme aufgenommen hat. An den anderen Teil von dem Studio wurde die kleine Sträuche aufgenommen, auch mit diesen Kindern, weil die praktisch in dem gleichen Alter waren, hatte sie natürlich einiges miterlebt, wo Stan Laurel ab und zu mal um die Ecke guckte und sich dann manchmal eingemischt hat, weil er Jean Darling gerne mochte, beziehungsweise er mochte ihre Mutter noch etwas besser. Und versuchte dann über die Tochter einen gewissen Beziehung zu den Mama aufzubauen. Und wie gesagt, da war dann auch Lois Laurel. Und die hat dann einiges erzählt, wo sie mit ihrem Vater unterwegs war. Er hat sie dann öfters mal mit ins Studio genommen und ihr dann alles gezeigt. Sie hatte dann immer, sagte sie, ein Problem mit Onkel Babe, was Oliver Hardy was, da sagte sie dann Onkel Babe zu, weil er immer seine Vater, der haut immer mein Papa, hat sie gesagt. Und das hat sie furchtbar gefunden. Und dann hat Oliver Hardy ihr erklärt, dass das alles gar nicht so schlimm war. Ne? Dass das nur gespielt war. Und dass die Klatschen, die so entsetzlich sich anhörten, dass das nur gefaked war. Und hat ihr dann auch gezeigt, wie das gemacht wurde. Und da war sie ganz beruhigt.
letzten Tag vor der Abreise hat sie uns dann gerufen und hat sie gesagt, ich wollte diesen Scheck eigentlich jetzt verkaufen, aber ich finde, dass ihr das verdient habt. Da waren wir dann natürlich unendlich dankbar. Also wir haben einige originale Dokumente hier auch in unserem kleinen Museum von Stan und von Olli. Darunter diesen Scheck von Stan Laurel. Kann er sich selber $30.10 auszahlen lassen. Das war am 8. Juni 1932. Da war gerade seine Tochter Lois 5 Jahre alt. Damals war es wohl so, dass die Schecks eingelöst wurden, entwertet und an den Inhaber zurückkamen. Solange wir gesund bleiben, werden wir das Museum instand halten.